Lukas, ganz knapper Sieg am Ende. Wie war das Spiel aus deiner Sicht gelaufen? Ja, ich finde, war ein super Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir eigentlich recht gut verteidigt, dann unnötig das Gegentor bekommen. Ich meine, so ein Schuss, der kann immer mal reingehen, da waren wir jetzt eigentlich machtlos. Aber wir haben einfach super defensiv gespielt, haben so in der zweiten Halbzeit nicht beeinflussen lassen, haben unser Ding weitergemacht und dementsprechend haben wir dann auch noch 2 Tore gemacht und das Spiel grandios gewonnen. Ja. Jetzt war das heute dein erster Einsatz von Beginn an und du hast den Vorzug vor Köksal und vor Holz bekommen. Was sagst du dazu? Ja, auf der einen Seite bin ich froh, dass ich meine Chance bekommen habe und wollte auch zeigen, dass ich die direkt nutzen will und dementsprechend habe ich auch alles dafür gegeben. Habe auch die Wochen davor gute Leistungen gezeigt gegen Mainz, habe einfach Gas gegeben, weil ich halt unbedingt mal spielen wollte und hat sich gelohnt. Das ist auch ein Zeichen für die nächste Saison, glaubst du? Kann ein Zeichen sein, ja. 1523 Besucher waren heute in Völklingen. Die 300 wollen wir nicht unterschlagen. Beide Trainer sind da. Herr Bachtaler, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, zunächst mal Glückwunsch an Saarbrücken. Ja, für uns natürlich ein sehr bitterer Ausgang des Spiels, weil ich meine, dass wir uns diesen einen Punkt schon auch verdient gehabt hätten. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben wir mal einen riesen Aufwand betrieben, viele offensive Ballerungen gehabt und wir haben es dann in der ersten Halbzeit schon gesäumt, vielleicht früher ein Tor zu machen, auch mal 2 Standardsituationen und sind dann aber mit 1-0 in Führung gegangen und haben uns natürlich vorgenommen, in der zweiten Halbzeit, die ersten 15, 20 Minuten aktiv weiterzuspielen. Das ist uns dann nicht ganz so gelungen. Saarbrücken dann, wir haben mit vielen langen Bällen und dann eigentlich die beste Position auf 2 Bälle gefunden, hat sich dann da etwas losgesetzt im 1-1. Wir haben dann nicht mehr so den Zugriff gehabt. Wir mussten dann auch heute sein einzigen Linie und da können wir nach hinten raus auch in das Spiel, so wo es der Brücken an offensiven Aktionen gehabt, auch wie auch wir. Und umso ärgerlicher ist natürlich Schuss aus 28 Meter. Lachens sind direkt das 1-2 gewinnen musst. Und nochmal, wenn die Mannschaft kein Tor war, haben insgesamt das meiste gute Spiel gemacht. Wir sind eine sehr, sehr gute Mannschaft und trotzdem hat man auch gesehen, dass wir nicht weiter vorne gekommen sind. Das finde ich natürlich ein bisschen gut. Vielen Dank. Glückwunsch, Dirk. 3 Punkte. Was sagst du zum Spiel? Ja, ein Stück weit kann ich mich anschließen. Ich glaube schon, dass beide Mannschaften heute ein gutes Spiel gemacht haben, dass beide Mannschaften sehr viel investieren mussten gegen den Ball, aber auch mit dem Ball, um sich dann in die Position zu bringen. Dementsprechend bin ich, was Einsatz, was Laufbereitschaft angeht, sehr, sehr zufrieden heute. Ich habe den Jungs eben gesagt, ich glaube, dass heute ein Sieg des Willens, der Leidenschaft war. Das, was wir letzte Woche in Mainz gerade in der ersten Halbzeit haben vermissen lassen, das haben wir heute über die 92 Minuten wirklich 1A umgesetzt. Deswegen habe ich auch kein Problem damit, heute zu sagen, Jungs, das habt ihr gut gemacht. Ja, wenn man kritisiert, muss man auch immer wieder loben, wenn die Jungs das dann gut machen. Das haben sie heute sehr gut hinbekommen. Gegen eine sehr spielstarke Mannschaft, eine richtig gute Mannschaft. Wir stehen nicht umsonst dort oben. Und ja, jeder hat gesehen, dass wir alles investieren mussten, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich glaube schon, dass es ausgeglichen war. Andererseits sage ich, so unglücklich, wie du dann 1-0 in Rückstand gerätst durch diesen Sonntagskracher, so glücklich gewinnst du dann hinten raus auf das Spiel 2-1 durch den Sonntagsschuss. Und ja, dann haben wir uns vielleicht dieses Quäntchen durch die zweite Halbzeit, wo wir noch aktiver wurden, wo wir doch die eine oder andere Halbchance immer wieder hatten, wo wir doch mehr den Willen hatten, vielleicht dieses Spiel gewinnen zu wollen, dann auch verdient. Und ich hoffe, dass uns das jetzt für die nächsten Spiele nochmal so einen Antrieb gibt, dass wir daraus lernen und auch das Wissen nochmal mitnehmen, dass man alles investieren muss in jedem Spiel. Und wenn wir das hinbekommen, dann wirst du am Ende des Tages dann vielleicht auch etwas glücklich, aber dann wirst du einfach mehr belohnt, als wenn du es nicht machst. Und das haben die Jungs heute von der ersten Sekunde an vermittelt. Vielen Dank. Das Mikrofon ist natürlich schon in der Nähe von Horst. Magst du die Fragerunde eröffnen? Ja, Lukas hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Für das erste Spiel von Anfang an war ich sehr zufrieden. Er war spritzig, er war laufstark, aber auch in den Zweikämpfen präsent. Er hatte so ein bisschen dieses Leichtfüßige in sich. Das, was uns in den letzten Wochen so ein bisschen auch gefehlt hat. Wie alle anderen, glaube ich, auch heute ein sehr gutes Spiel gemacht, ein sehr konzentriertes Spiel gemacht, gerade gegen den Ball. Und ja, da kann er weiter dann anknüpfen, das habe ich ihm eben auch gesagt, dass er sehr zufrieden sein kann mit seinem Debüt. Und wenn er das
wenn ich es ihm sage, dann kann er mir das glauben. Und ich hoffe, dass er natürlich da jetzt auch weitermacht und in den nächsten Wochen dann auch seine Leistung mindestens mal stabilisieren kann, wenn nicht sogar noch ausbauen kann.